Et löbt, et löbt, et löbt. So. Bam. Dann reisen wir jetzt back in time, sozusagen. Zurück nach Gartenstadt. 31 Leben, krass. La 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 da. Und gehen dort nämlich nochmal zur Bambusterrasse. Und machen dort den kleinen Nebenbereich mit unserem Bentley, mit dem Yeti. Bin gespannt, was da so vor uns liegen wird. Bin meist zu voll, um über die Brücke zu laufen. Und falle lieber dann meistens ins Wasser. Und euch ist es halt einfach so einladen, wenn die alle auf einem so einem Ort sind, ne? So ein bisschen wie Ü-Eier, ne? So in jedem sechsten Schmetterling oder fünften oder was es auch immer für eine Zahl war. Ich weiß es nicht mehr genau. Gib dich ein neues Leben. Alles klar. Ach, hier kam wieder diese komische Knödelmusik, genau. Die auch schon irgendwie ihren Charme hat, muss man sagen. Schon sehr alleinstehend. Ob das immer gut ist, weiß man nicht. So, genau. Für euch kriege ich eh nichts mehr, deswegen fackel ich euch gar nicht erst ab, ihr Penner. Wo kommt man denn hier hin überhaupt? Hier war ich ja noch gar nicht. Krass. Was ist das denn hier für ein Bereich? Bambusterrasse gibt's aber nichts zu holen, genau. Ach, oh nö, was wird das denn wieder? Oh. Will nicht. Bitte hilf uns, Spyro. Meine Freunde wollen nach einer langen Schicht auf den Feldern nach Hause, aber diese elenden Rhinoxe stoßen sie immer um. Kannst du die Panda-Arbeiter retten? Weiß ich nicht. Kann's versuchen. Spring bitte auf. Pass auf, dass du die Rhinoxe röstest und nicht meine Freunde. Krieg ich dann Haue? Ich mag Haue. Ach du, oh nö. Shit, ey. Lalalala. Oh. Gezuppel gerade vom Emu. Emulgator. Was ist das? Nee. Du scheiß Kerl! Mann, ich hab dich fast erwischt! Beim nächsten Mal. Ja. Ah, es geht. Es ist machbar. Es ist auf jeden Fall machbar. Aber dadurch, dass sich das Ding natürlich bewegt, ist das schon. Da zum Beispiel, ist das schon nicht ohne, so ein bisschen mit. Ich schieße einfach, glaube ich, die ganze Zeit. Ich habe ja nichts zu verlieren. Wahrscheinlich wäre das echt scheiße, wenn man die Pandas treffen würde. Ja, ich nöle gerade auch so ein bisschen rum wie die Musik. Ja. Warum begebt ihr euch denn überhaupt hier so hin und warum klettert ihr auf einmal irgendwann hoch? Wartet doch erst ab, bis ich die weggeschossen habe. Ihr seid da auch manchmal ein bisschen blöd im Kopf irgendwie. Ich mag Pandas, aber manchmal sind sie ein bisschen bescheuert hier, zumindest. Na, komm.
Oder klettern die erst hoch, wenn ich sie weggeschossen habe? Und das sieht nur manchmal so knapp aus, irgendwie. Oh, jetzt sind meine Eltern wieder gekommen. Ich dachte, vorhin war es schon so weit. So, das war der letzte. Bitte nimm dieses glänzende Ei, es wird dir Glück bringen. Ich bin eher am letzten gescheitert, Rusty. Gonna break my rusty cage. Ich glaube, so hieß es. Von Johnny. Von Johnny Depp sag ich schon. Von Johnny Cash natürlich. So. Dann ab zum Yeti. Fiel mir gerade so auf eben der Weg hier. Ich dachte, hä? Ach, da war der Fiesbärt hier, ne? Genau. Tschüss. Wie viel haben wir denn mittlerweile eigentlich? Ah, okay. Ah, ein schöner Tag für einen kleinen Spaziergang. Ich wollte gerade auf meinen Lieblingshügel steigen. Ja, Jäger, Bentley. Das war mir erstmal am wichtigsten. So. Hey, ich glaube, ich habe einige Rhinoxe mit einem Ei den Hügel hinauflaufen sehen. Ey, der sagt das sogar. Der sagt das sogar das Ei, boah, was der auch bei Marple Monster Adventure sagt. Das war genau der gleiche Tonfall gerade. Ohne Scheiß, das haben die auch übernommen einfach. Krass. Wenn ich springe und dann schlage, ist er noch effektiver meistens. Haha. Ah. Das ist Hyper! Das ist genau das gleiche! Ohne Scheiß! Das ist genau dasselbe Geräusch. Das ist Hyper! Auch von der Geschwindigkeit, von der Betonung her, das ist dasselbe! Ich mach da mal so, vielleicht mal so ein Vergleichsvideo, mal gucken. Ja, natürlich. Ohne Scheiß, das ist ja mal geil gerade. Das feiere ich irgendwie. Es gibt noch eine Connection zwischen den beiden Spielen, ja. Schade. Jetzt gerade hier juckt mein Ohr. Moment. Ach ja. So. Klar, dann noch da oben, aber erstmal jetzt hier hinten. Oh, es ist mit ihm gar nicht so einfach, da so herzuspraddeln. Vor allem mit dem Xbox-Controller nicht.
Egal, wir kriegen das nur hin. Und sonst so? Tam 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 tam. Tam tam übrigens ein sehr sehr geiler Charakter in Bastion Move 4. Habe ich den da unten gar nicht fertig gemacht? So. Vielleicht muss ich gleich nochmal zurück und den nochmal kalt machen da unten. Dafür den kriege ich ja auch quasi Punkte. Dann halt so. Back. Natürlich. Und damit haben wir 80 Drachen. Beziehungsweise 80 Dracheneier vor der bösen Zauberin gerettet, die gar keinen Namen hat so richtig. Ne? Die heißt einfach nur böse Zauberin. Fällt mir gerade mal so auf. So, anscheinend muss ich den da unten nochmal killen. Oder erstmal killen. Den habe ich wahrscheinlich irgendwie ganz verpasst. Und er ahnt nichts von seinem Tod. Und wir haben das Chevrolet gelafft. Ja. Moment. Mal kurz gucken. Hier haben wir das Tor. Dann gehen wir mal hier so raus. Einfach mal normal. So. Ja, cool. Nicht ja cool, sondern ja cool. Damit hätten wir auch dies. Und eigentlich ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um Schluss zu machen für diese Session, denn eine Stunde ist wieder rum. Und damit habe ich heute wieder 2 Stunden aufgenommen. Das reicht eigentlich wieder. So. Zumal wir auch schon in Abendsee quasi alles in der Hauptwelt abgeräumt haben, an Edelsteinen und an Dracheneiern, was umso schöner ist, weil wir dann in der nächsten Session frisch, ja, weiß ich nicht, geduscht, gebadet, wie auch immer, in die Welten hier reinschlüpfen können. So. Dann machen wir das doch auch. Also dann sage ich tschüss, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Spyro 3 Year of the Dragon, präsentiert von Dave Durden TV. Bis dahin, recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen auf und tschüss. Euer Dave. Ja. Tschüss.